Gute Leute. Servus. Heute zeigen wir euch den Zeltaufbau vom Quechua Air Seconds Family 4XL Fresh and Black. In 3, 2, 1, los geht's. So, wir packen jetzt erstmal das Zelt aus und wie ihr seht, haben wir auch da eine sensationelle Zugentlastung, damit das Zelt auch gestrafft bleibt und der Reißverschluss geschont ist. Jetzt packen wir mal aus. Hier haben wir die Heringe, die dazugehören und wie gesagt das Gestänge. Und zack ist das Zelt draußen. Schön ist auch, das zeige ich euch mal hier in der Tasche. Hier wieder Gebrauchsanleitung, schön eingenäht, natürlich auch mit einem wasserfesten Stoff, so dass zum einen die Anleitung nicht wegfliegen kann und auch nicht nass werden kann. Und auch hier Ersatzteile, Seil, Pönöpel und so weiter, was wir bisher noch nicht gebraucht haben. Und auch hier ist das Zelt schon mittlerweile 2,5-3 Jahre alt und ist schon 6-7 Mal aufgebaut worden. Und ihr seid jetzt live dabei, wie es weitergeht. Wir starten hier mit der Grundfläche und dafür nehmen wir uns hier 4 Heringe. Wichtig ist dabei, dass man beachtet, die Zugentlastung komplett zu öffnen, dass man später gescheit nachspannen kann. Jetzt werden erstmal die 4 Grundpunkte fixiert, dass wir hier die Grundplatte dementsprechend ausgerichtet haben. Am hinteren Teil vom Zelt haben wir hier eine Verstärkung mit drin. Das hier ist eine Stange mit eingebaut, dass der hintere Teil auch stabil nach oben stehen bleibt. So, und jetzt fangen wir an mit den Schläuchen. Die müssen aufgepumpt werden. Hier haben wir einen Verschluss. Das wird aufgedreht und einfach aufgepumpt und los geht's. Dafür reicht in der Regel eine handelsübliche Pumpe. Wir haben uns hier entschieden für eine Double Quick. Das heißt, beim Hoch- und Runterziehen wird immer Luft gepumpt. Ihr könnt aber auch das Originalprodukt von Quechua nehmen. Da ist dann auch eine Messmöglichkeit mit dabei. Jetzt werden wir die Schläuche noch endgültig ausrichten und am Boden auch mit Heringen fixieren. So habt ihr dann das Zelt schön ausgerichtet. Und hier im Hintergrund seht ihr das Quechua Air Seconds Family 4.1 XL. Von dem haben wir auch ein Video gemacht und das werden wir euch natürlich hier im Video verlinken. Weiter geht's mit dem Zeltgestänge. Wir haben hier eine Stange, die verbaut werden muss. Das ist eine Fiberglasstange und die werden wir jetzt erstmal entfalten. Da sind auch mal Ersatzteile dazu, die man dann, wenn sie mal benötigt werden, austauschen kann. Aber bisher mussten wir die noch nicht benutzen. So, und hier vorne haben wir die Markierung, wo dann die Stange eingefädelt wird. Und das Ganze ist dann sozusagen das Vordach. Die Zeltstange wird erst hier in den Pönöpel eingeführt, auf der rechten Seite. Und wird dann auf der linken Seite
ebenfalls in ein Ponöpel eingebaut. Da auch wieder am Anfang Zug entlasten und dann könnt ihr schön Spannung drauf geben. Perfekt. Hier werden dann nochmal wird die Stange mit Klipsen nochmal befestigt. Und auch hier, wie beim Casua Family Second 4.1 XL, haben wir auch hier das Seil befestigt, direkt am Zelt. Ein sensationelles Gimmick, was natürlich dafür sorgt, dass man hier nichts verheddert. Und da sind wir natürlich auch ordentlich und spannen das Zelt ab, damit hier auch kein Wind und kein Regen dafür sorgt, dass das Zelt in irgendeine Schieflage gerät. Und zu guter Letzt wird hier dann noch ordentlich nachgespannt.